gut, Mr. Eintracht hier. Wir blicken auf das Spiel gegen unseren direkten Konkurrenten Heidenheim. Entschuldigung, dass ich das belächle. Aber das heißt kein Disrespekt gegenüber Heidenheim, sondern einfach, weil es so surreal ist. Kann man sagen, es ist surreal. Wer hätte gedacht, dass man sagt, Heidenheim, ja, 10 Punkte, 10er Platz mit, keine Ahnung, 5 Punkten, 6 Punkten Rückstand auf dem Europa League Platz. Holy shit, ey, die haben 11 Punkte Vorsprung. Das hätte niemand, glaube ich, so gedacht. Und außerdem, das möchte ich mal explizit erwähnen, legen die aktuell eine Serie hin. Holy moly. Die letzten 10 Spiele haben sie nur ein Spiel verloren. Und das ist, ja, 3 geraten gegen wen? Richtig, gegen die Mannschaft der Saison Bayer Leverkusen. Und dementsprechend, ja, muss man sagen, ist das schon sehr, sehr gefährlich. Zudem hat Heidenheim wirklich aktuell eine perfekte Form. Ganz im Gegensatz zu unserer Eintracht. Was? Die letzten 16 Spiele, glaube ich, nur 4 Pflichtspielsiege. Eine davon in Leipzig und der erste übrigens. Und dann das Heimspiel gegen Mainz. Das ist schon. Puh. Boah. Ich weiß, was ich so sagen soll. Wir haben bisher ein Spiel gehabt, muss man gar nicht viel erwähnen. Beziehungsweise ja, in der Liga. Wir haben schon einmal im Pokal gegen die gespielt, 2017, Saison 17-18 wohlgemerkt, als wir dann nach Verlängerung 2-1 gewonnen haben. Fun Fact zur Halbzeit und zum Endstand stand es noch 0-0. War ich nur abgefuckt, weil wir haben ja das 1-0 gemacht, kurz darauf dieses 1-1, eigentlich direkt im Gegenzug, weil ich direkt wieder bedient. Und dann ja, Alea mit dem 2-1. Gacinovic hat uns übrigens in Führung gebracht. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass wir komplett null in Form sind. Gegen Wolfsburg phasenweise eine gute Reaktion gezeigt, da wieder immer so einen Schlüttelrand drin gehabt. Allerdings fand ich jetzt, wir hatten Fehler drin, aber nicht so grobe Fehler. Wir sind aber das einige oder andere Mal ausgerutscht, was hätte wirklich böse enden können. Ansonsten war, ich glaube, es keine Chance durch unseren Fehler geschehen. Was aber nicht heißt, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Also, wäre Wolfsburg besser drauf gewesen, hätten die das ein oder andere auch noch ausnutzen können. Und dementsprechend müssen wir da, was das betrifft, definitiv aufpassen. Und Heidenheim wird das richtig ausnutzen. Von daher ist das halt schon hart. Wir müssen da wirklich punkten. Dreifach, weil die unter uns werden definitiv punkten. Da steht schon fest, weil die spielen teilweise gegeneinander. Als Beispiel Hoffenheim und Bremen, unsere direkten Mannschaften unter uns, die beide jeweils 4 Punkte weg sind, spielen gegeneinander. Das heißt, wenn die Remis spielen, perfekt wäre, wenn die beiden Remis spielen. Ne, und wir dann in Heidenheim gewinnen, aber wir müssen ja in Heidenheim gewinnen. Sollte Heidenheim übrigens gewinnen, sind sie auf 3 Punkte an uns ran. Aber natürlich klar, die schlechtere Tordifferenz. Freiburg übrigens bei den Bayern zu Gast. Ne, zu Hause gegen Bayern, Entschuldigung, zu Hause gegen Bayern. Und dementsprechend wäre es natürlich möglich, auch da den Vorsprung zu vergrößern. Je nachdem, wie natürlich die Bayern spielen. Also, wir haben wieder die Chance. Wir haben wirklich wieder die Chance, wegzuziehen. Na, aber bitter ist halt, wenn wir nur unentschieden spielen und einer von Bremen oder Hoffenheim gewinnt. Das wäre natürlich enorm bitter für uns. Denn dann hieß es, lass ich kurz rechnen, dass sie auf 2 Punkte ran sind. Und das wäre natürlich dann nur noch ein Spiel und das muss ja nicht sein. Zumal wir da drauf folgende Woche, ja, im Heimspiel gegen Hoffenheim sind. Das wird aber dann Thema sein. Übrigens ist da unser 125. Jubiläum und höchstwahrscheinlich wird es auch eine Choreo geben. 2 Tage danach, sei denn die Polizei hat was dagegen und die Feuerwehr. Nee, ich mach keine Choreo mehr. Wir werden sie trotzdem machen, glaub mir. Nein, ich weiß.
Ich bin echt gespannt. Also, wie gesagt, vor einem fetten Respekt vor Heidenheim. Ich habe fetten Respekt vor Heidenheim. Und ich weiß auch, dass es sehr, sehr hart werden wird. Ihr könnt gerne live dabei sein, wie ich meine Live-Reaction habe. Das wird mich so viele Nerven kosten. Ich weiß es einfach. Ich weiß es einfach. Und das ist einfach... Ach, ich habe es gegen Wolfsburg schon gepostet. Mal gucken, wie viel Nerven mich das kosten wird. Habe ich erwähnt. Und nach 2 Minuten wusste ich schon, okay, es geht los. Ach man, Leute. Was denkt ihr denn? Also ihr müsst auf jeden Fall live dabei sein. Ist zu Heidenheim gibt nicht viel zu sagen. Wie gesagt, wir können jetzt mal die letzten Spiele von Heidenheim komplett durchgehen. Denn die sind enorm, enorm stark. Von alt nach neu. Gegen Freiburg 3-2, gegen Paderborn 2-0, war aber natürlich ein Testspiel. Zählt das nicht. In Köln nur 1-1, gegen Wolfsburg 1-1, da hätten die auch Punkte holen müssen. Lustigerweise spielen die auch gegen die unten eher schlecht. Hoffenheim 1-1, gegen Dortmund 0-0. Hätten aber, glaube ich, da waren sie sogar die bessere Mannschaft, meine ich, ne? Hätten da gewinnen können. Gewinnen dann in Bremen mit 2-1. Ja, und dann zu Hause gegen Leverkusen. Haben wir gut mitgehalten und 2-1 gespielt. Hoffenheim, Heidenheim. Kurz vor Schluss ist 1-2 gemacht. War aber doch ein Arbeitssieg für Leverkusen. Und jetzt, wie gesagt, am Wochenende das 2-2 bei Union Berlin. Den hat man übrigens verschenkt, Ende der ersten Halbzeit hat man aus dem 0-1 hat 2-1 machen lassen. Und vielleicht sollten wir genau das anschauen, genau diese paar Minuten. Heidenheim hat vielleicht ein paar Schwachstellen, die muss man finden. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Analyse-Menschen das machen, dass wir da dann mit 3 Punkten weggehen. Ich bin davon überzeugt, dass das machbar ist. Nicht, dass das 100% passieren wird. Definitiv nicht. Das wird definitiv nicht der Fall sein, dass so 100% es passieren wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir da mit 3 Punkten heimwärts gehen könnten. Und es wäre so wichtig, wenn wir die 3 Punkte holen. Wirklich. Ich will immer noch festhalten, dass hier, obwohl wir so reinscheißen, Platz 5 und Platz 4 immer nur 7 Punkte weg sind. Ja, ich weiß, wir müssen eher nach unten gucken, aber trotzdem, hätten wir nur 1-2 Spiele noch irgendwie da gewonnen, wo wie Darmstadt oder so, wo da die Führung hergeben, ey, wo wir schon, selbst 2 Punkte mehr würden, wäre schon geil. Hätten wir 6 Punkte nach unten, 4-5 nach oben, das wird noch knapp, das wird noch hart, also es wird noch interessant. Aber ich gucke eher mehr nach unten, und das ist mir wichtiger. Definitiv Europa. Arrivederci. Eure Meinung gerne unten rein. Zeigt bitte live am Samstag. Ist unten verlinkt. Bis dahin und ciao, ciao.